Radio Okitoki, Radio Okitoki, von Mensch zu Mensch. Ja, einen wunderschönen guten Abend hier heute Abend um 18 Uhr statt 20 Uhr, nicht immer wie gewohnt. Hier live sind wir heute am 23. Juli 2019 unterwegs. Hilf Mutter Erde, so ist unser heutiges Abendthema. Wir starten natürlich um 20 Uhr mit unserem zweiten Abendprogramm. Und auf dem Sendeplan haben die ein oder anderen eh schon gesehen, wo es darum geht. Es geht um die Harmonielehre, geht es da. Und da ist der, ich gehe gleich mal genau gucken, bevor ich den Namen falsch ausspreche, bin ich ja da lieber sicher. Und da heißt es heute Abend der Andreas Klinzig. Universelle Harmonik, das ist auch ein tiefes Thema, Umschwingung, Frequenzen. Und jetzt haben wir gleich hier bei uns auf Okitok Hilf Mutter Erde und der Josef, ein Indianer, der auch in Blue Mau war, in der schönen Steiermark, in der Jahrhunderttherme, so sagt man, Jonathan Haus, ist ja auch bekannt in Wien, gibt es eine wunderschöne Therme, wo wir ja zwei Tage von Okitok vor Ort waren und auch Aufnahmen gemacht haben. Und da möchte ich euch auch noch sagen, noch ein bisschen Geduld mit den Aufnahmen. Die Mutter Erde-Team möchte natürlich das Material sehen und auswerten. Und dann kommt das zur gegebenen Zeit ganz sicher zu euch nach Hause, wo ihr dementsprechend das nachhören könnt. Der Waisenrat der Indianer war ja da vor Ort. Und ja, für nächstes Jahr ist das auch schon geplant, da werden wir auch gleich sicherlich drauf eingehen. Ihr dürft uns heute natürlich wieder anrufen. Interaktiv sind wir unterwegs mit dem Telefon, österreichisches Festnetztelefon, Landesvorwahl 0043 720 518 19 und die 7. Und der Außenchat ist auch geöffnet, wo ihr belanglos einsteigen könnt, wenn ihr ein Konto habt. Habt ihr keins, oben rechts registrieren, Wunschname, E-Mail-Adresse. Das sind die einzigsten Daten, die wir erheben. So, und jetzt gehen wir mal rüber zu unserem Hilf Mutter Erde. Beim großen Treffen Hilf Mutter Erde 2090 in Bad Blumau wurden älteste und spirituelle Führer aus verschiedensten Kontinenten und Völkern auf Mutter Erde eingeladen, um über mehrere Tage Rat zu halten, Weisheiten, Zeremonien und Ansichten auszutauschen und zusammenzuführen. In der ersten Juliwoche 2019 fand dieses große Treffen statt und nun würden wir gerne mit euch teilen. Es ist an der Zeit, umzudenken, Veränderungen zu schaffen, um auch den kommenden Generationen noch einen intakten Lebensraum zu hinterlassen. www.hilf-mutter-erde.com oder nicht minus, sondern Bindestrich. Immer wieder hilf-mutter-erde.com. Es gibt unter der Rubrik Artikel, haben wir dort einen Artikel verfasst, wo ihr auch Kommentare hinterlassen könnt. Ihr könnt es auch teilen, wenn es euer Thema ist oder denkt, es sollten doch andere Menschen auch mitbekommen. Ja, und jetzt sitzt da neben mir Josef, einer, der auch die schönen Zeremonien mitgemacht hat, der aktiv in Blue Mau war. Und sag erstmal einen wunderschönen guten Abend zu dir. Schön, dass du heute bei mir bist. Guten Abend. Aho mit der Kuyoyasin. Wir sind alle miteinander verwandt. Das ist der Spruch, der Gruß, wie wir uns auch begrüßen in unserem Kreis. Ja, Josef, wie war für dich die Woche im Blue Mau? Mal so ein bisschen Eindrücke. Ich bin ja erst später gekommen mit Okitok und es ging ja schon, glaube ich, am Montag los. Was hast du so für dich da für, einfach ein Bild, sage ich mal? Ich war auch Mitglied des Organisationsteams und das waren dann natürlich sehr heiße Tage und viele Aufwendungen, die im Vorfeld gemacht wurden. Die Geschwister, die hier engagiert waren, haben das ja alles neben ihrem Alltag gemacht, neben ihrem Beruf. Und in Summe hatten wir dann 25 Älteste zu Gast von fast allen Kontinenten der Erde, einmal rund um den Globus, die dann zum Teil schon vom Sonntag weg angekommen sind. Sonntagabend sind die ersten in Wien gelandet am Flughafen, wurden dann auch nach Blue Mau gebracht und dann sind die weiteren eingetroffen am Montag und Dienstag. Wir haben dann in unserem Kreis schon am Montag auch eine Schwitzhütte aufgebaut, auch um uns
zu reinigen, Körper, Geist und Seele zu reinigen. Das war dann am Dienstag, wo einige Älteste schon mit uns in der Schwitzhütte waren. Und ab Mittwoch war dann die interne Ratssitzung, wo dann quasi immer von 8-9 Stunden die Ältesten zusammengesessen sind, Zeremonie gemacht haben, ihre Weisheiten eingebracht haben, miteinander gesprochen haben. Okay, dann war so der Eindruck jetzt nochmal, wie war die Gruppe, wie hat sie sich gefunden? Es sind ja auch andere Menschen da gewesen, die ja speziell zu dieser Zeremonie, zu dieser Veranstaltungswoche gekommen sind. So wie ich das gespürt habe, war das einfach nur ein schönes Zusammenfinden. Die Energien waren meines Erachtens, so wie ich es wahrgenommen habe, unheimlich schön und ja einfach offenherzig. Für mich hat das so gut harmoniert. Und wie hat sich die Gruppe so für dich da zusammengestellt? War das so mein Eindruck auch bei dir, so ähnlich? Ich habe einige Geschwister und Älteste das erste Mal getroffen. Diese Menschen, diese Geschwister haben natürlich auch ihre Kultur, ihren Hintergrund mitgebracht. Die gehen ihren Weg, auch in der spirituellen Ebene, in der Tiefe. Aber trotzdem hat man diese Vielfalt spüren dürfen und diesen Respekt und die Achtung voreinander. Und das war eigentlich die ganze Woche auch von diesem Respekt getragen. Wenn da jemand eine Zeremonie gemacht hat, einen Text gesprochen hat oder selbst eine Meinung abgegeben hat, hat man einfach respektvoll einmal zugehört, das stehen lassen, angesprochen, wenn man anderer Meinung war oder das auch ergänzt. So die Tage, es waren Zeremonien, Schwitzhütte, Rituale, war am Sonntag zumindest, was ich mitbekommen habe. Das hat einen unheimlich geprägt in dieser großen Gruppe, darf ich ruhig sagen. Es waren, ich weiß nicht, wie viele Menschen da waren. Auch nur am Sonntag waren knapp 100 Leute in dieser Zeremonie mit dabei. Ja, und da kann man sich vorstellen, und da sitzen die Stammesältesten, jeder von den verschiedenen Stämmen, die Mamus waren ja da. Ja. Und du sag mal, wer war alles da? Das ist ganz spannend, dass wir das nochmal aufzählen. Ich habe mir eine Liste mitgenommen, dass ich niemanden unter den Tisch fallen lasse. Es waren natürlich von Changlesa Dakata unsere vier Ältesten anwesend. An der Spitze auch unser Lehrer Oyateta Takansina, der ja auch der Initiator dieses Treffens im Endeffekt war. Dann hatten wir, ja und auch hier in Changlesa Dakata waren die Personen, die Ältesten von Deutschland und Italien vertreten. Dann kann man quer über den Globus gehen, wenn ich im Osten beginne, von Japan, waren Vertreterinnen da von der Friedensbewegung. Es ist dann weitergegangen über Sibirien, von Europa schon angesprochen, Deutschland, Italien, Österreich, dann Grönland, es waren zwei Schwestern von Grönland da, die Maria und die Elisabeth, und dann jetzt den amerikanischen Kontinent von Norden nach Süden, von Kanada, von den USA, von Kolumbien, Bolivien, Peru, also eine bunte Gruppe, die sich hier eingebracht hat, und dann auch zwei Geschwister von Australien. Ein Bruder, der später noch dazugekommen ist, ist von Suriname. Hat gesagt, von den Ahnen hierher gebracht, dass er da teilnehmen soll, und hat das Bild quasi noch abgerundet. Erstmal muss ich sagen, eine Hochleistung, dass man so internationale Indianerstämme, so sage ich mal, Waisenräte auf einem Platz zusammenbekommt. Das ist ja auch schon erstmal eine große Leistung. Vor allem die Botschaften, was die Indianer in sich tragen, was sie in die Welt getragen haben, was ich am Samstag mitbekommen habe, da wurde ja auch viel darüber berichtet, was die Kultur, was man im Außen gerne tun würde, so kann ich das mit meinen Worten sagen. Leider haben wir es noch nicht im Archiv, dass wir das direkt ansagen können, aber es ist ja so, dass die Indianer in, wie heißt das, Sokokota, ne, oder wie heißt das da oben, mit der Ölpipeline, die haben sie ja bekämpft. Mhm. Wie heißt das da oben noch? Weißt du das noch? In Kanada. In Kanada, dann genau. Die Ölpipeline quer durchgehen soll durch Heiliges Land, ja. Und da ist es ja auch so, dass die Indianer sich für die Natur einsetzen, was ich auch ganz verstehen kann. Die Indianer haben ja eine alte Geschichte, eine gute alte Geschichte, jedoch die in den letzten 150, 200 Jahren, vermute ich, so, wo was in Amerika passiert ist mit der Vertreibung von Indianern, ist es ja aber daraus heute kristallisiert worden, dass viele Indianer die Lehre einfach in die Welt weitertragen wollen.
Und das finde ich auch schon mal wichtig, weil die Lehre, finde ich, darf niemals verloren gehen, ist meine Meinung. Ich möchte vielleicht noch einen Schritt zurückgehen oder eine Klarstellung machen. Es waren quasi nicht nur Älteste aus indianischen Völkern da, sondern das war offen. Die Aborigines zum Beispiel, die Ältesten oder die indigenen Völker von Australien waren genauso vertreten oder auch Vertreter, die einfach in irgendeiner Weise einen spirituellen Weg gehen, um zum Beispiel den Frieden in die Welt zu bringen oder auch um Mutter Erde mit Respekt zu begegnen. Wir hatten zum Beispiel ja auch Vertreter da, den Matthias Walter, der die Friedensbaumbewegung quasi das sehr aktiv betreibt, wo er sozusagen ein Netzwerk von Bäumen weltweit macht und wo dann ja auch ein Friedensbaum gepflanzt wurde am Sonntag. Und da haben wir auch ein Special-Interview schon bekommen von Matthias Walter mit dem Mamus, die wir noch beim Matthias Walter waren. Das war, glaube ich, in der letzten Woche, eine Dreiviertelstunde am Nachmittag haben wir das gemacht. Findet ihr auch schon im Archiv. Also kann ich wärmstens empfehlen, hört bitte auf die Inhalte rein. Und es ist wirklich einfach nur richtig, was da nach außen getragen wird. So darf ich das sagen. Und da dürfen wir uns wieder orientieren, mal, was wir Menschen wirklich sind. Ja. Das ist oft verloren gegangen, meine ich. Sollen wir mal kurz ins Publikum fragen? Wir haben da schon einen Gast, zwei Gäste. Der Jenne ist heute Abend bei uns. Und sag mal, guten Abend, Jenne. Bist du denn auch am Mikrofon heute bei uns? Er ist nicht da. Doch, da ist er. Guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Schöne Grüße aus Friesland und sehr spannend. Und ich freue mich darauf, über diesen Bericht dennoch auch ein bisschen teilhaben zu können an Hilf Mutter Erde. Und ja. Dankeschön. Und ich sehe, der Marc Wahl ist auch schon bei uns, aber vorher nochmal den lieben Roman Reuter von CryptoTV. Danke, dass ihr heute auch eine Aufnahme für OKiTalk macht. Guten Abend, Roman. Hallo, grüß euch alle miteinander. Ich habe schon letztens auch das Video von euch gesehen, was ihr vor den paar Monaten vor Blumau gemacht habt. Und das hat mich auch so sehr berührt, weil ich das so toll finde, wie diese nativen Ältesten und Medizinmänner sich da aller Kulturen und Nationen zusammenfinden. Und sie Gedanken und sich einfach beratschlagen, was sie für die Mutter Erde und für uns alle tun können. An dem Tag war ja sowieso ein großer Tag, ein großer schamanischer Tag. Alle Schamanen haben da an dem Tag gefeiert. Ich habe am Johannishügel mit Schamanen gefeiert und oft an dem Tag an euch in Blumau gedacht. Und darum bin ich auch sehr, sehr gespannt und freue mich schon auf die Informationen, was wir da jetzt bekommen werden von euch. Dankeschön, Roman. Und da ist der Marc Wahle. Und wollen wir den Marc Wahle auch mal reinnehmen und sagen, guten Abend zu dir. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich hätte mich so gefreut über die Teilhabe dort persönlich. Ich bin aus Bayern. Ich grüße aus Franken. Ja, was fällt denn dir ein, lieber Marc Wahle, den Ältestenrat der Indianer? Den hatten wir ja übertragen. Was fällt dir zum Thema Indianer ein und vor allem Ältestenrat? Warum macht man wohl so einen Treff? Was sind deine Gedanken dazu? Oh, die Welt will gestaltet und verwaltet werden von Göttern und von den Wesen, die wir uns gleich dem Herrn sehen oder der Diener des normalen Lebens sehen. Ja, die Indianer haben auch ihre Götter, ne? Und wir sind abstämmig mehr von den Wikingern, müssen aber halt miteinander gut leben. Ich habe 10 Gebote der Indianer mit einem Indianer mal erarbeitet. Die würde ich gerne mal vorstellen auf einer Seite. Die 10 Gebote der Indianer habe ich die genannt. Das machen wir dann aber später. Für mich ist gleich die direkte Frage, gibt es bei den Indianern Göttern? Ich glaube, das waren doch für mich mehr die Naturvölker. Die haben den Wind zugehorcht, der Luft. Und kann man das als Gott oder Götter bezeichnen, Josef? In der indianischen Spiritualität, wenn man wird das einmal als der rote Pfad bezeichnet. Die größte Schöpferkraft ist Wakandanka, das große Geheimnis. Also es gibt irgendwo eine universelle Urschöpferkraft, die hier auch bekannt ist, von der im Prinzip alles kommt. Es werden aber nicht mehrere Götter dann angebetet, sondern man nimmt das als Urenergie wahr und man sagt, dass auch die Seelen selber eines jeden Menschen ein Teil dieser Urschöpferkraft sind. Das heißt, wir sind quasi mit dem goldenen Band verbunden und ein Teil dieser Schöpferkraft. Und wir dann immer wieder quasi auch zur Mutter Erde kommen und unsere Entwicklung machen.
Ja, das sehe ich auch so. Ich bin der Überzeugung, dass wir geistige Wesen sind, aber aus der Materie von Mutter Erde sind. Wir sind ja Besucher in unserem Körper, kann man einfach mal so sagen. Ja. Und daher muss ja eine Kraft da sein, die diese Kreisläufe auch aufrecht erhält. Ich sage immer die universelle Quelle, ne? Ja. Die Liebe, das Licht, das Wasser, keine Ahnung. So muss ich sagen, ich bin ja nicht der tiefe Fachmann. Jedoch die Schätzung, was Ursache, Wirkung ist, die natürlichen Gesetze, die wir in unserer Welt haben. Und wir haben natürlich die innere Welt der Spiritualität natürlich auch. So dürfen wir das sehen. Und die Tage habe ich noch ein Wort gehört, da hatten wir ein Thema gehabt, das hat mich gestern verfolgt, wieder heute auch, ich habe es auch gestern in der Sendung gesagt, da ging es um Schmerzen und Erlösung und da habe ich ein Lied eingespielt und das war Pachamama und dann fiel mir da ein, naja, was muss die Mutter Erde für Schmerzen haben? Wie, wenn wir unsere Haut betrachten und wir haben dort einen Pickel oder eine Schuppenfläche oder einen juckenden Reiz, ist das unangenehm für uns Menschen. Und dann wollen wir das doch möglichst schnell wieder beheben. Was muss sich die Mutter Erde wirklich an Schmerzen fügen, wenn man hinschaut, was wir Menschen alles tun? Wir bohren in die Erde rein, wir holzen die Wurzeln ab und verschmutzen. Dann darf man doch sagen, da ist was mit der Oberhaut, die Haut nicht in Ordnung von Mutter Erde. Oder siehst du das anders? Wir hatten im Nachspann nach diesem Treffen auch ein bisschen Diskussionen über unseren Titel. Hilf Mutter Erde, wurde zum Beispiel gesagt, ja, die Mutter Erde braucht keine Hilfe, die weiß sich schon zu helfen, sondern wenn wir da etwas tun, tun wir es nur für uns selbst, dass wir weiter auf Mutter Erde leben können. Und das ist vielleicht auch der richtige Ansatz. Das hast du schön gesagt. Natürlich, es geht ja auch da erstmal hin, dass der Mensch auch sich das bewusst wird, dass wir hier unsere Erde, unser einziges Zuhause ist. Wenn man aber in die Welt schaut, dann sieht man, dass die Menschen zumindest anders leben. Und natürlich, Mutter Erde kann sich einmal schütteln, dann sind wir weg. Aber sie schüttelt sich ja jetzt nicht in der Form, sondern die Prozesse sind langsam und irgendwann kann es knallen, so in der Art. Und jetzt geht es ja um das Bewusstwerden. Hilf Mutter Erde. Einerseits kann ich sagen, wenn wir die Naturgesetze alle miteinander verfolgen und leben würden, dann brauchen wir gar nicht darüber reden, über Hilf Mutter Erde. Jedoch, wenn ich die Menschen sehe, dann darf man vielleicht sagen, hilf den Menschen, sagt man. Mutter Erde. Ne, kann man auch so sagen, ne? Weil das geht ja um die Lebensweise, wie gehen wir mit dem respektvollen Umgang mit Mutter Natur um. Und da hat der Mensch, denke ich, ein großes Defizit entwickelt über die letzten Jahrhunderte, sage ich mal. Ja. Was ich zum Beispiel erlebe, das war für mich, wie ich damals eingestiegen bin in diese Ausbildung, ein neuer Ansatz, dass man zum Beispiel bei Gebeten einfach mal einmal mit dem Dank beginnt, dass einem bewusst wird, wofür ich eigentlich heute, in der Früh oder am Abend oder auch untertags danken darf und kann, weil es mir so gut geht. Und nicht, dass man nur sagt, mir geht es jetzt schlecht, deswegen tut er was da oben oder wer auch immer, sondern was eigentlich alles in der Fülle gegeben wird, jeden Tag aufs Neue. Oder auch die Elemente, die uns dienen, dass ich in Österreich durchaus klares Wasser habe, das ich trinken kann. Ja? Dass die Luft nicht so verseucht ist, dass ich nicht weiß, wie ich atmen soll. Aber Mutter Erde macht ja nicht verseuchte Luft, sage ich jetzt mal. Sie hat zwar ihre natürlichen Vulkane, aber auch ihre Rhythmen. Aber was wir tun, ist ja viel mehr. Also das ist ja nicht mehr natürlich. Natürlich kann man jetzt sagen, der Mensch ist doch Natur. Auch die Handlungen. Ja gut, ne, dann wird dieser Virus Mensch dann sich selbst zerstören, wenn er weiter so macht. Also das ist die logische kleine Erkenntnis, die man, da braucht man gar nicht viel nachdenken. Ne? Wir reden auch alle über Klimawandel. Und was machen wir? Holzen alles ab. Und was machen Bäume? Schatten und kühlen das Klima ab. Ne? Und auf der anderen Seite, da frage ich mich immer, da hat der Mensch wirklich noch was zu lernen. Irgendwo schon um die Reife des Bewusstwerdens, statt nur dieses Geld, dieses große, gierige, sage ich schon manchmal, weil es geht mir immer, Geld ist ja in Ordnung, wenn man es neutral betrachtet, überhaupt nicht die Frage. Jedoch, wie wir heute Entscheidungen treffen, da geht es nur ums Geld, Human Capital, sagt man auch manchmal. Und das ist ein falscher Denkansatz. Ich glaube, ein Indianer würde sich da nie drauf einlassen, vermute ich. Ich möchte wieder zurückkommen auch zu diesem Hilf-Mutter-Erde-Treffen in Blumau. Und es kommen immer wieder so kleine Blitzlichter, die mir immer wieder
in die Gedanken kommen und wieder hochkommen. Zum Beispiel unsere beiden Brüder, die Mamos aus Kolumbien, die haben zum Beispiel einmal gesagt und begonnen bei einer Zeremonie, sie begrüßen die Hüter dieses Platzes und fragen, ob sie überhaupt hier sein dürfen und etwas tun dürfen. Also mit dem vollen Respekt, dass ich quasi hier zu Gast sein darf und dann erst mit etwas beginnen. Haben dann auch diese Hüter des Ortes begrüßt und dann erst ihre Zeremonie gemacht. Das klingt vielleicht im ersten Moment auch ein bisschen naiv oder wieder kindlich, aber genau dort müssen wir hin, dass man das spürt, dass ich nicht quasi wie ein Rambo da hinein klatsche und dann sage, jetzt mache ich irgendein Ding, ziehe das durch, sondern dass man im Respekt vor dem, was da ist, einmal hinfühlt und spürt, wie es schwingt. Und in diesen Gedanken, in dieser Stimmung war das auch getragen. Das heißt, wir sollten einfach, wenn wir auch ganz egal jetzt nicht in dieser Zeremonie sind und wir wollen jetzt meditieren oder was auch immer und ich gehe jetzt in den Wald, auch diesen Respekt haben, hallo, Platz, und begrüße meinen Platz, ja. Und dann reinspüren und dann darf man da sein eigenes Ritual auch machen. Das wäre die Wertschätzung gegenüber die vielen verschiedenen natürlichen Energiekreisläufe möglicherweise mit den Worten von mir. Durchaus, ja. Gehen wir mal rüber nochmal, fragen wir mal in der Runde, gibt es da schon Fragen, Anregungen zu? Dann mal kurz flackern mit dem Mikrofon. Der Marc möchte was dazu sagen. Marc, bitte. War denn auch viel Tanzgesang? Darf man das auf YouTube irgendwo sehen? Du was? Es waren Gesänge, es waren Tänze dabei. Ich weiß jetzt gar nicht, was da alles aufgenommen wurde, aber das haben wir im Moment noch nicht sozusagen auf YouTube stehen. Das ist eigentlich den persönlichen Eindruck, das persönliche Miterleben, wenn eine Trommel klingt, wenn dann Geschwister mit einstimmen oder wenn spontan, zum Beispiel, weil eine Älteste, die Nancy in Singen begonnen hat mit ihren 82 Jahren, wir haben dann ein Beispiel, ein Musikbeispiel dabei, das von ihr stammt, dieser Water Song, der dann das zweite Beispiel heute ist. Das kann man eigentlich nur erleben. Okay, Marc? Ja, ich wäre gern dabei gewesen. Gab es auch ein Feuer, wo ihr drin saßt? Oder wie war das? Wir hatten quasi einen Schwitzhüttenplatz, wo es auch Zeremoniefeuer gab. Haben auch dort einmal eine Schwitzhütte abgeführt oder mehrere. Das heißt, am Anfang war die Möglichkeit, dass man auch in die Schwitzhütte geht. Und eine Schwester hat parallel zur kleinen Ratssitzung vom Mittwoch bis Freitag durchgängig Schwitzhütten gemacht, um uns zu unterstützen. Darf noch eine letzte Frage kurz, bevor ich das Bild da betrachten lassen wollte für euch. Gab es eine Friedenspfeife? Ganz viel. Die Janupa, so wie sie bei uns genannt wird, ist eigentlich keine Friedenspfeife, sondern für den Indianer ist die Janupa, die Pfeife, ein großer Altar, das Heiligste, das er in Händen halten kann. Und wir haben dort natürlich über den Rauch werden auch diese Gedanken der Austausch unterstützt. Und wenn jemand eine Janupa raucht, dann ist ein tiefen Gebet in der tiefen Verbindung mit der geistigen Welt. Es werden Gebete in den Tabak hineingelegt, die dann durch Donnervogel, durch das Feuer transformiert als Rauch, als sichtbares Zeichen aufsteigen zu Wackern Danke zum Schöpfer. Es hat zum Beispiel schon begonnen, dass wir in der Früh unsere große Stammes-Janupa geraucht haben. Das waren quasi der Vichasavakan, Oyatita Takansina, unser Lehrer, gemeinsam mit den Vichasavakan-Schülern und den Häuptlingen, wo wir quasi in die Verantwortung gehen, dass uns bewusst wird, dass wir Verantwortung tragen für den Stamm Changlesa Dakata, dass wir für uns selbst Verantwortung tragen und dass wir mit der Kraft und in der Verbindung mit den Ahnen, mit den Ältesten durch den Tag gehen. Und zwischendurch waren immer wieder Janupas, die geraucht wurden von den Geschwistern, wenn sie gespürt haben, jetzt braucht es quasi heiligen Rauch, um hier auch etwas weiterzubringen oder etwas zu unterstützen. Ich möchte nochmal direkt weiter eingehen. Ich habe ja auch gesehen am Sonntag, wie die Pfeifen, also der Heiligste, übergeben worden sind auch an dir. Das sind drei Indianer gesessen. Was ist da genau passiert? Ist da eine Einweihung gemacht worden von den Pfeifen zu sagen? Du sprichst eine konkrete Pfeife an. Diese Janupa war von einer Schwester, die vor kurzem in das Land der vielen Zelte gegangen ist.
Und es war dann aber eine Seelenverbindung da zu einer Ältesten, die hier beim Treffen dabei war. Und die hat diese Tage durch beim inneren Kreis diese Pfeife gehütet und hat dann am letzten Tag diese Chanupa mit uns angeraucht. Also auch, um noch einmal diese Verbindung zu zeigen. Und es war eine Zeit lang im Raum, da hat der Vichasavakan auch gefragt, ob sie diese Chanupa mitnehmen möchte, dass sie in Zukunft mit dieser Schwester die Chanupa raucht. Und sie hat hatte großen Respekt und gesagt, nein, dass wir ihr Können und ihre Energie übersteigen, sie lässt sie da, dass sie da bleibt. Aber sie war da sehr tief getragen und in dieser Energie mit dabei. Und jetzt waren da vorne, ich bin, wie gesagt, der Beobachter gewesen und da waren jetzt drei Indianer gesessen vorne, ja. Und jeder hat die Pfeife genommen und ja, hochgehalten und was ist da? Ja. Für einen Außenstehenden mag das irgendwie eigenartig ausschauen. Im Endeffekt wird normalerweise die Chanupa mal ans Herz gehalten, um hier auch Verbindung aufzunehmen, hineinzufüllen. Dann wird sie angeraucht. Es ist unterschiedlich, wie viele Züge Rauch man nimmt. Und zum Schluss wird sie aber auch in vollem Respekt auch noch einmal in die Höhe gehalten, um zu zeigen, diese Verbindung zur Schöpferkraft, dass man hier auch in dieser Verbindung steht und auch vor großem Respekt vor dieser Chanupa. Ja, und dann waren ja die ganzen anderen Stämme da und sie haben alle irgendwo für sich, wie soll ich das sagen, ihre Zeremonie selber gestaltet durch die unterschiedlichen Kulturen. Habe ich das richtig gesehen und beobachtet? Meinst du das am Sonntag? Ja, am Sonntag. Im Prinzip hat jeder irgendwo auch einen eigenen Zugang zu dieser geistigen Ebene, zur geistigen Welt. Und sie haben sicher ihre Verbindung in diese Ebene aufgebaut und das kann unterschiedlich sein. Es kann sein, dass einer in sich geht. Die Mamos haben quasi so eine Kalibasse mit Muschelkalk, wo dann mit einem Stab gerieben wird. Ist sowas Ähnliches wahrscheinlich oder genauso heilig für die Mamos wie für uns die Chanupa, ist ihre Kalibasse mit dem Muschelkalk, der da gerieben wird. Ja, total spannend, muss ich sagen. Dann war auch ein Feuer auf der anderen Seite, habe ich gesehen. Und das Schöne, was ich an eurer Organisation so gut gefunden habe, auf der einen Seite waren die Englischsprachigen, auf der anderen die Spanischen. Das war auch notwendig. Ja, ganz übersetzungstechnisch. Sicher. Aber das war sehr gut organisiert. Vor allem konnten die unterschiedlichen Völker, also die indianischen Völker, das alles dann auch verstehen. So, zumindest zum größten Teil. So war es gut organisiert und so war auch die Gruppe spürbar, meine ich, von den Energien her richtig angenehm. Mhm. So habe ich es empfunden, zumindest für mich. Ne? Und, ja. Unsere Übersetzungsschwestern waren hart gefordert, ja. Das stimmt. Wenn du überlegst, dass die quasi von Montag bis die letzten wieder abgereist sind, mit manchmal schon Knopf in der Zunge noch gesprochen haben, war das eine Riesenleistung. Ja. Hast du für dich so auch irgendwas nicht so Gutes wahrgenommen in dieser Woche? Weil ich frage jetzt einfach mal, wenn man jetzt positiv redet, aber es kann ja sein, was auch irgendwas nicht so gut war. Und wenn nicht, dann ist auch gut. Na, auf der einen Seite waren wir froh, dass es in Anführungszeichen endlich losging, aufgrund der langen Vorbereitungszeit. Und natürlich haben wir auch von Geschwistern teilweise Feedback bekommen, was wir verbessern dürfen. Das waren kleine Ungereimtheiten. Zum Beispiel ist natürlich, wer Blumau kennt, eine große Herausforderung, das Gelände selber. Das sind 42 Hektar, das ist fast ein halber Quadratkilometer, wo dann natürlich, wenn der Zeremonieplatz dort ist, das eine Gehdistanz von 10 Minuten oder 15 Minuten ist und nicht um die Ecke. Das waren zum Beispiel so interne Herausforderungen. Ja, ich habe mich angeboten, Taxi zu fahren. Das ist, kann man nächstes Mal auch gerne wieder anbieten. Aber das ist ja vom Wetter her wunderbar gewesen. Ja, am Abend ein bisschen Regen, tut auch gut für Mutter Natur. Und so im Ganzen, wie gesagt, war das meines Erachtens ein wunderschönes Gefühl. Ja, was war der Tenor, wenn man jetzt diese Woche jetzt sieht, hat man ja richtig, die Zeremonien bedeuten ja auch nach außen hin, eine Erhöhung möglicherweise der Energien für den großen Gott, wie heißt er? Vakatanka. Und
da denke ich mir, ist genauso wie, darf man das vergleichen, sage ich jetzt mal, wenn man in die Kirche geht, dann gehen ja die Menschen in die Kirche und beten ja ihren Gott an, so sage ich mal. Und wenn man jetzt in einer Zeremonie ist, betet man ja den Wakatanka an. Als, ist das so oder ist das ich ganz würde das anders? Nicht als nein, nein. Anbeten verstehen, sondern einfach die Kontaktaufnahme zu machen. Das die ist Verbindung. Ist das anders wie in der Kirche? Nehmen die keine Verbindung auf zu ihrem Gott, sage ich jetzt mal? Ich hoffe, dass sie es tun, sage ich etwas überspitzt. Ja gut, das ist gut. Das ist für euch draußen zum Nachdenken. Wie geht ihr mit eurem Weg um? Ne? Kirche gehen oder nicht? Und ich meine, Kirchen selber sind immer sehr energiereiche Plätze. Zum Beispiel ist es so, dass ja auch in Europa die Kirchen normalerweise auf Kraftplätzen stehen, die zur Keltenzeit und so weiter Kultplätze oder Zeremonieplätze waren. Dasselbe ist in Nordamerika passiert, wo man dann Kirchen gebaut hat auf alten Medizinrädern. Das heißt, das sind Kraftplätze. Wenn ich dort hingehe mit dem Bewusstsein, ich möchte zu mir kommen, dann kann ich dort genauso zu dem, was ich als Schöpferkraft sehe, in Verbindung treten und hier spirituell einsteigen. Jetzt fragen wir mal in der Runde, gibt es da ein paar Worte dazu, Anregungen, mal flackern mit dem Mikrofon, wenn jemand was sagen möchte. Der Marc ist da und Jenne und Roman, da kommt nichts. Marc, bitte. Ja, ich bin seit jeher, also seit Karl May, großer Fan von Indianergeschichten, Weisheiten, dem Totem, ne, das dann... Diese Indianerweisheiten. Ich habe eine Webseite, die ist schon 10 Jahre alt und da habe ich gesammelte Weisheiten der Indianer. Zum Beispiel, wenn der erste, also erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen, werdet ihr feststellen, dass man Geld nicht essen kann. Weissagung der Cree. Und da bin ich ein großer Fan von. Ich mache die Links mal hier rein. Ja, ich habe sogar einen Song gemacht, Eowa, und habe das dann imitiert, so ein Indianerlied. Ich würde es gerne mal euch zur Verfügung stellen im Chat. Ja, das kannst du direkt auch auf den Artikel auch runterposten, damit man das auch dort sieht und Menschen können ja auch dazu ihre Kommentare dazu schreiben, oder? Gut. Ja, ich würde sagen, wir können jetzt schon in die erste Musikpause gehen mit dem ersten Song. Machen wir das einfach. Ja. Und freue mich auf gleich. Wir haben auf dem Plattenteller einen Song, der heißt Nessie Gomez. All related. Und ich sag mal Musik ab und wir sind in 6 Minuten wieder zurück. Bis gleich. Ja, was für ein Geist war in dieser Musik. Ein wunderschöner Geist. Er hat mich richtig angesprochen. Es war Harmonie für mich. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war mit dem Song, lieber Josef. Ja, wir haben nicht nur dem Song zugehört, sondern auch nebenbei ein wenig den weiteren Ablauf besprochen. Aber man spürt selber, dass das einfach rund ist und ins Herz geht. So war es bei mir zumindest, wie das Lied gestartet ist, habe ich dir ja auch sofort gesagt. Also auch wenn man die Sprache nicht unbedingt jetzt versteht, aber für mich war das so, als wenn da was reinging in mir, so vom Gefühl her aus. Toll ausgesucht, danke für diesen Song, der ist jetzt bei uns im Okie Talk Archiv und wir werden ihn auch immer wieder mal einspielen bei uns. Ja. Es gab ja einige Zeremonien und die ihr ja in der Woche in Blumau habt gemacht. Und Zeremonien sind ja nicht nur Zeremonien. Und was gab es da überhaupt für Zeremonien? Was habt ihr da alles so für Schwerpunkte oder Themen oder wie darf ich das sagen? Es hat jeder Tag schon mit Zeremonie begonnen. Das heißt, wie schon vorher angesprochen, war am Anfang immer mal die Chanupa-Zeremonie, die Pfeifenzeremonie, um in den Tag einzusteigen. Und dann wird ein Tag auch mit einem Gebet eröffnet, dass man quasi wirklich diese Zugänge zur geistigen Welt hat, egal wie man diesen Schöpfergeist benennt, dass man auch miteinander respektvoll umgeht, dass die Verbindung in die 4 Himmelsrichtungen besteht, etc. etc. Und dann wurde im Sonnenlauf quasi den Ältesten immer wiederum das Wort erteilt, wo sie ihre Erfahrungen mit einbringen konnten, auch teilweise erzählt haben, welchen Hintergrund sie haben. Wie gesagt, schon aus verschiedensten Ländern, wenn dann erzählt wird,
ein Bruder, der quasi in Peru auf 2000 Meter Seehöhe lebt, unter kärglichen Bedingungen, sich aber dort zurückgezogen hat, weil er sagt, die Ältesten haben ihm gesagt, wenn er spirituell arbeiten möchte, soll er aus dem Trubel, aus der Großstadt herausgehen. Er hat selber Wirtschaft studiert und das dann aufgegeben und ist jetzt quasi auch als spiritueller Führer tätig, auch immer wieder ein paar Monate in Europa, in Italien vor allem, wo er dann auch Seminare und so weiter macht. Hat uns da teilhaben lassen an seinem Wissensschatz, an seinen Erfahrungen. Und was sind das alles für verschiedene Zeremonien? Einmal für Mutter Erde, das Allgemeine, dann die geistige Welt vielleicht, den Respekt habe ich verstanden, den Platz und das Ganze. Es waren dann auch Zeremonien zum Beispiel von einer Ältesten eingebracht, dieses Verhältnis Mann-Frau. Also auch, dass man das in die richtige Balance, in die Schwingung bringt. Männlich-weiblich, ne, diese Sachen. Mhm. Ja. Wir hatten dann mit den Ältesten aus den USA im Freien draußen eine Zeremonie zur Achtung von Mutter, vom Element Wasser. Wir haben dann unser zweites Musikbeispiel wird dann auch diesen Song wiedergeben, wo sie uns das erklärt hat. Und für mich war da auch sehr berührend, dass sie hat das so erklärt, die Frauen sind die Hüter des Elementes Wassers, die Männer die Hüter des Feuers. Und dann war aber das sehr berührend, dass quasi die Männer innen herumgestanden sind im Kreis und dann von den Frauen auch berührt wurden. Also es war auch hier wiederum diese Pole, männlich, weiblich und so weiter, die den Ausgleich suchen. Also das ist immer irgendwo auch in diesen indigenen Völkern und Naturreligionen mit drin, dass es da keinen Krieg der Geschlechter gibt, sondern ein Miteinander. Ein Indianer, wann ist man überhaupt ein Indianer, mal auch diese Frage, und steht ein Indianer in der Früh immer auf, so sage ich mal in diesem Bewusstsein, ich sage jetzt mal guten Morgen, liebe Erde, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, schön, dass ich wieder da bin und heute freue ich mich auf den Tag, sage ich jetzt mal. Na, das klingt schon einmal gut, ja. Takansina, unser Lehrer, hat zu uns gesagt, sein Großvater hat zu ihm gesagt, wie er zu ihm gekommen ist, die Hälfte des indianischen Lebens ist Gebet. Dann hat er gedacht, jetzt komme ich von der katholischen Kirche in die Traufe, jetzt wird es noch ärger. Und bevor ich bin 2010 zu dieser Changlesa Dakata Gruppe dazugekommen, war für mich Gebet relativ weit weg. Also ich bin quasi römisch-katholisch sozialisiert, konnte damals das Vaterunser auch noch ganz gut, aber es war quasi ein Gebet sprechen, aber nicht mit Tiefe oder nicht mit Bewusstsein. Nicht, dass man das nicht tun darf, wenn das für jemanden wichtig ist, soll er das tun. Und dann habe ich langsam wieder begonnen, sozusagen auch wieder mit den Tag zu beginnen, ganz bewusst zu beginnen, so wie der Klaus gerade gesagt hat, ich begrüße die Elemente, ich begrüße jetzt überhaupt in der Früh, wenn die Sonne aufgeht, ich stehe normalerweise um 4:45 auf, um auch genug Zeit zu haben für diesen Ablauf. Und da sitze ich jetzt nicht mit der Uhr, sondern ich sitze mit meiner Chanupa und gehe einfach ins Gebet. Das kann jetzt eine halbe Stunde sein, eine Dreiviertelstunde sein, da nehme ich mir einfach Zeit. Und ich habe dann gemerkt, dass ich mit diesem Morgenstart ganz anders auch starte. Dass man dann nicht mehr so empfindlich ist, wenn irgendwas schief oder schräg geht, sondern man ist einfach einmal schon richtig angekommen. Ein wichtiger Bestandteil bei jedem Gebet ist auch immer wieder, um den eigenen Schutz zu bilden. Das heißt, diese Kräfte, die uns beschützen, uns begleiten, dürfen nach kosmischem Gesetz nur wirksam werden, wenn wir ihnen den Auftrag geben. Das heißt, der freie Wille, der von Gott oder von Vakantanka gegeben wurde, wird in der geistigen Welt geachtet. Und wenn ich nicht sage, ich bitte um den Schutz, dass und allem und auch für alles, was zu mir gehört, den ganzen Tag über, dann wird das nicht geschehen. Und das ist sozusagen in einem Gebet drin, das unterschiedlich lange sein kann. Und dann bin ich auch richtig munter. Super. Dann gab es ja auch Zeremonien, wo dann die verschiedenen Flaggen präsentiert worden sind und man hat ja über was gebeten oder gebittet. Und kannst du uns da auch was dazu sagen? Ja, unsere Schwestern, die Frau Sai und Chi von Japan vertreten haben, haben eine Art Mandala-Ritus-Zeremonie mitgebracht, wo in der Mitte ein Pfahl einfach aufgestellt wird, Frieden möge sein auf Mutter Erde. Die Wurzeln von dieser Zeremonie gehen relativ weit zurück. Ihr Mentor, der 1918 geboren wurde und 1980 gestorben ist, hat in Hiroshima seine ganze Familie verloren und hat dann quasi darum gebeten, ist dann in diese tiefe Spiritualität gegangen, um Frieden für Mutter Erde in den Ländern zu bitten.
Und das bringen sie jetzt quasi in die Welt, wo sie sagen, sie machen diese Zeremonie auch in Schulen. Da gibt es quasi für jedes bekannte Land auf Mutter Erde eine Flagge in A4, wo dann diese Blätter werden verteilt, je nach Teilnehmerzahl. Und hat jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin eine gewisse Anzahl in der Hand und geht dann in die Mitte und legt ganz bewusst diese Flagge ab und sagt, ich bitte oder möge Friede sein in Slowenien, in Österreich, in Kanada, wo auch immer. Und für mich war das so deutlich spürbar, dass in den Regionen, wo es jetzt Konfliktherde gibt oder Krieg herrscht, diese Energie so rübergeschwappt ist, dass eben Tränen gekommen sind, weil da eben nicht Friede ist. Wir hatten dann auch bei dieser Zeremonie noch ein sehr beeindruckendes Erlebnis. Eine Älteste aus Grönland war dann ja ein wenig traurig, weil für Grönland keine eigene Flagge da war. Weil sie sagt, Grönland gehört zwar politisch zu Dänemark, ist seit 300 Jahren quasi sowas wie eine Kolonie und das tut ihr im Herzen weh. Das heißt auch hier, um unser Denken weiterzuentwickeln, zu sagen, es gibt Gebiete auf der Welt, die quasi zwar zu einer Flagge gehören, aber im Herzen ganz woanders zu Hause sind. Und das war dann auch so, das Bild behält man dann, wo dann diese fast 200 Flaggen am Boden im Kreis aufgelegt sind mit Bewusstsein, das trägt man dann mit. Da kann man sagen, durch die Kolonisierung oder auch durch Kriege ist ein Ursprung verloren gegangen, der einfach über einen drüber gesetzt worden ist. Jetzt das Beispiel wie Grönland, was zu Dänemark gehört, wie du sagtest. Jedoch Grönland für mich als Mensch, sage ich jetzt mal, ich immer gesagt habe, Grönland wäre ein eigenes Land und hätte auch dadurch seine eigene Flagge. Aber das ist ja anscheinend nicht der Fall, wie ich das verstanden habe. Die Schwester aus Grönland hat uns auch gesagt, dass es eine alte Flagge von Grönland gibt. Ich kenne das nicht, aber sie wollte das gerne dabei haben. Als Ersatz wurde dann eine Trommel hingelegt, wo quasi die Symbole von Grönland mit einem Eisbären drauf auch drauf sind. Finde ich super. Es geht ja hier bei den Indianern um, so finde ich, um natürliche Kreisläufe, immer wieder. Information, Ursache, Wirkung. Und in solchen Zeremonien werden ja neue Impulsfelder aufgebaut. Man kann das sagen. Es geht um Information letztendlich, um ein Bitten oder um ein, ja, irgendwas als Information. Und das sind ja eigentlich die Urvölker, kann man sagen, die das sehr lange auch gelebt haben, so, und durch die Jahrhunderte jetzt, in den letzten Zeit, Jahrhunderten, sag ich mal, die letzten 200-300 Jahre, wurde da viel untergraben. Wenn ich jetzt an Thailand denke, zum Beispiel, und sehe die Mantren, die thailändische Regierung zum Beispiel möchte die Mantren komplett eliminieren. Und weil da anscheinend zu viel Kraft ist. Die Indianer haben anscheinend auch eine gute Energie, gute Kraft, warum man sie, warum auch immer, so extrem leider bekämpft hat. Und Kampf kann nie gut sein. Und das ist auch nicht der Indianer, der gewaltsam, denke ich, vorgeht. Es gibt auch solche und solche sicherlich, aber vom Bewusstsein her, wer ein Indianer wirklich ist, glaube ich, ist erstmal auf deeskalierend und schützt nur seine natürlichen Kreisläufe. So denke ich, glaube ich. Er wird sein Leben verteidigen. Das macht jeder Mensch, er wird seine Familie verteidigen. Wenn man zum Beispiel bedenkt, wir haben vorher schon einmal das Thema Friedenspfeife, wurde schon einmal eingebracht, besprochen oder angesprochen. Für Indianer war auch in früheren Zeiten, wenn man gemeinsam Pfeife raucht, war das mehr als ein unterschriebener und gestempelter Vertrag. Das heißt, diesen Vertrag hätte er nie gebrochen, da wäre er eher gestorben, bevor er, wenn er etwas besiegelt hat mit der Chanupa, brechen würde. Und deswegen hat es auch diese Bezeichnung Friedenspfeife, weil das auch quasi bei einer Vertragsunterzeichnung zum Abschluss geraucht wurde. Und eine ganze Fülle von diesen Verträgen wurden aber im Nachhinein gebrochen. Und dann hat man sich einfach gewehrt. Ja. Das andere, was du angeschnitten hast, diese Verbindung zu den Kreisläufen hat sich schon ergeben durch die Jahreszeiten, wo man ja quasi auch schauen musste, wenn man denkt, zum Beispiel im hohen Norden in Kanada, musste man einfach Vorräte schaffen, dass man den Winter übersteht. Das heißt, das war quasi sowieso eingebettet. Man hat sich gefreut, wenn dann der Schnee geschmolzen ist, die ersten Pflanzen wieder geblüht haben, wenn es quasi dann die Lachswanderung war im Frühjahr und so weiter und so weiter. Das heißt, man war einfach mit dieser Natur verbunden und hat sich auch
mit dir beschäftigen müssen, um zu überleben. Wir sind heute ziemlich weit weg davon. Wir haben überall Supermärkte, Winter wie Sommer. Da ist irgendwas nicht in Ordnung. Eine Versorgung aufzubauen ist ja noch in Ordnung. So haben die Indianer das ja auch gemacht. Sie haben ja auch sicherlich ihre Wintervorräte zumindest gehabt. Ja, aber heute leben wir etwas, was meines Erachtens kein gesunder Kreislauf ist. Und vor allem, wenn man auf die Bausteine, was wir essen, trinken dürfen, bekommen, dürfte man darüber nachdenken, ob das noch natürliche Herkunft ist. Und das ist es nicht. Jetzt kann die andere wieder sagen, ja, wieso, der kocht ja. Also werden die Rezepte gemacht. Aber was drin ist, ist nicht natürlich. So möchte ich das sagen. Kann das sein, dass da was Wahres dran sein kann? Man kann es ja unterschiedlich sehen. Im Endeffekt wird auch alles, was in einem Kochtopf landet, prima mal von Mutter Erde kommen. Es ist nur die Frage, wie man es gewinnt. Das heißt, bin ich eher mit dem Gedanken dabei, auf Gewinnmaximierung aus, dass ich heraushole, was geht, oder gehe ich auch mit einem gewissen Respekt vor? Ich bin zum Beispiel auf einem Bauernhof aufgewachsen, da hat es auch gewisse Tätigkeiten, Zeremonien gegeben, die damals selbstverständlich waren. Das ist jetzt ja mehr als 50 Jahre zurückliegend. Es werden viele auch in Österreich kennen, dass man früher bei der landwirtschaftlichen Bevölkerung das Palmkätzchen dann auf den Acker gestellt hat, um es zu segnen. Ja. Erntedankfest sagt man ja auch, ne? Genau. Also, und es hat auch im Frühjahr diese Fürbitte gegeben, dass es quasi diese Früchte des Feldes geben möge, dass wir uns ernähren können, dass es Futter für die Tiere gibt und so weiter. Und haben wir das alles irgendwo in den Hintergrund gerückt, weil in der heutigen Zeit über die großen Distanzen, über die man relativ billig Produkte transportieren kann, nicht mehr nachdenken muss, was gibt es, wenn es heuer kein Obst gibt in der Region. Und wenn man schaut im Supermarkt, dann findest du jetzt Äpfel aus Chile oder Weintrauben aus Südafrika oder. Wenn das zum Beispiel nicht mehr funktioniert, wie ernähre ich mich dann? Dann gibt es das, was halt erreichbar ist regional. Ja, aber das ist gesünder und vor allem haben wir genügend Äpfel da, wenn es um Äpfel geht. Und ich muss ja nicht unbedingt eine Banane haben. Ja, die kann man ja mal, wenn ein Schiff rüberfährt, aber nicht jetzt gezielt, ne, immer auf Container. Das, weil wir ja alle Bananen haben müssen. Dann sollte man, hat man eine viel bessere Wertschätzung auch zu dem Essen, wenn man es nur ab und zu bekommt. Ja, da ist wieder die Verbindung auch zu diesem Kreislauf. In meiner Kindheit, ich bin 55 Jahre alt, hat es quasi Erdbeeren gegeben, wenn es Erdbeeren gab. Das war halt im Mai, Juni. Aber nicht zu Weihnachten und nicht im September. Und dann war es etwas Seltsames, dann hat man das geschätzt. Und wir haben quasi auch das Obst und so weiter, Gemüse konserviert. Und ich weiß, da gab es quasi nicht das frische Obst zu Weihnachten oder im Winter, sondern das war in Gläsern eingelegt. Da haben wir Kirschen, Zwetschgen, Äpfel, Marillen gehabt. Das war von unserem eigenen Garten. Und das hat man dann geschätzt. War bei mir auch so. Meine Mama hat es eingekocht. Mein Vater war halt ein Fleischhauer und hat dann die Leberwurst und das Ganze auch eingekocht. Ja, so bin ich aufgewachsen, aber noch richtig natürlich, eigenen Garten. Das waren wirklich schöne Zeiten als Kind, muss ich sagen. Also ich habe das, vermisse ich manchmal heute noch. Jedoch, ich schaue hier, wo gibt es hier die Biohöfe. Und ja, das ist eine ganz andere Energie, wie als hochgezüchtete die Tomate aus Holland. Ne, die schmeckt doch nach nichts, wenn man es mal auch so betrachtet. Ne, haben wir so viel verlernt, wir Menschen? Wir dürfen wirklich wieder uns mehr orientieren. Ich glaube, dass in jedem Menschen das in der Tiefe trotzdem vorhanden ist. Es ist einfach verschüttet. Und ich erlebe es auch bei meinen Enkelkindern, was da alles oder welche Zugänge sie haben, die einfach eine Freude haben, etwas zu pflanzen oder mit welcher Freude, obwohl sie in einer Wohnung wohnen, am Balkon ihre Kartoffel in einen Blumentopf eingraben und schauen, wie das wächst und gedeiht. Ja. Du hast jetzt gerade so ein schönes, du hast gerade so ein schönes Wort angesprochen, die Freude. Wie und wann freuen sich besonders die Indianer? Das würde mich mal interessieren. Ich glaube, die freuen sich genauso wie andere Menschen. Wobei, ich meine, Freude im Herzen, was ist das eigentlich? Im Prinzip ist es dann, wenn ich mit mir selber im Einklang bin. Wenn ich in meiner Mitte bin, wenn ich mich freue, dass der Tag beginnt, wenn ich quasi ohne Schmerzen aufstehen kann, wenn ich sehe, dass ich lieben Menschen begegne,
Überall, all das sind Anlässe, sich zu freuen. Ich habe mal zum Beispiel von einer Schülerin ein tolles Feedback bekommen, anonym. Die hat hineingeschrieben, der Lehrer lacht immer, wenn er in die Klasse kommt. Und das war eines der größten Komplimente, die ich immer noch im Herzen trage. Ob ich jetzt griesgrämig schaue oder vielleicht mit einem Lächeln komme, das bewirkt etwas in meinem Gegenüber. Das ist ganz, ganz wichtig. Und die Freude, wie, ja, einfach so, man sagt ja, so zumindest nach meiner Vorstellung her aus, das Feuerwasser hat früher den Indianer verdorben, sage ich jetzt mal. Ja, aber sie haben auch Freude gehabt auf einer anderen Art und Weise. Nur das Feuerwasser ist ja der Alkohol. Ja? Ja. Und das hat schon viel kaputt gemacht, glaube ich schon. Und da waren ja auch viele Indianer, glaube ich, gar nicht so erprickelnd drauf, weil sie es ja auch selbst gesehen und erkannt haben, oder? Ja, die spirituellen Führer, auch in den noch vor 100 Jahren oder 150 Jahren, wie die Weißen dann den Alkohol gebracht haben und gesehen haben, dass da quasi Familien zugrunde gehen, hatten damit wenig Freude. Keine Frage. Weil sie gesehen haben, was das bewirkt, dass dann auch Gewalt und so weiter entstanden ist, die normalerweise gar nicht vorhanden war. Jetzt frage ich mal hier in der Runde, jetzt haben wir so vieles angesprochen, der Jenne ist da, Jenne oder auch der Roman, haben wir ja lange nicht mehr gehört. Jetzt haben wir so ein bisschen über die Indianer weitergesprochen. Habt ihr denn da auch ein paar Worte oder Meldungen dazu? Ja, ich war ja mal Kind und habe mich auch als Indianer verkleidet, weil ich da innerlich einen guten Bezug zu hatte. Und da stehe ich auch heute noch zu. Mein inneres Kind freut sich immer, auch Indianer zu treffen im Realen, weil es einfach meins ist. Also so habe ich meine Verbindung. Wie sieht es denn bei euch aus und wie habt ihr Fragen oder Anregungen zu der letzten halben Stunde, sage ich mal? Und der Jenne ist da. Guten Abend nochmal zu dir. Dankeschön. Ja, also das, wenn ich das so höre, also uns geht's ja eigentlich auf der ganzen Welt so. Die ganzen Völker sind ja schon immer die Vertriebenen gewesen und verrückt gemacht worden mit Feuerwasser. Das ist, ich empfinde das so schlimm. Also für mich gehört da mittlerweile ein Totenkopf drauf. Das ist ein übles Lösungsmittel, was zuhauf in den Läden steht, um jeden verrückt zu machen. Und das andere ja, wie gesagt, da sagte ich ja gerade schon, wir sind ja selber auch überall nur vertriebene Völker. Und ich freue mich, also als ich mir meinen neuen Namen gegeben habe, dass ich auf diese indianischen Wurzeln gekommen bin. Und Jenne Aueni grüßt alle. Und ja, es ist einfach schön so zu hören und dass wir in den Wandel gehen. Manchmal kann man es gar nicht mehr abwarten, dass das, ne, man möchte das gerne, dass das schneller ist, dass die Menschheit schneller erwacht und das alles begreift, was da überhaupt los ist. Aber naja, wir üben noch immer weiter Geduld. Und ich hoffe, dass wir alle wieder in unsere indianischen Wurzeln und Fußstapfen wieder reinkommen. Indianische Wurzeln, es mag auch Menschen oder Menschenseelen geben, die ganz woanders zu Hause sind. Und das ist genauso zu respektieren. Wie Klaus beschrieben hat, dass er in seiner Kindheit Indianer gespielt hat, das mag sein, dass sich seine Seele erinnert. Und natürlich in Mitteleuropa trägt sicher damit dazu bei, dass die Karl-May-Filme damals als Saison hatten. Die Bücher und Winnetou, wer kennt nicht Winnetou und Old Shatterhand, das haben alle gesehen, wobei die Basis dort sicher auch richtig oder richtige Dinge gebracht hat, aber dann natürlich auch gewisse Sachen zementiert hat, die so in der ursprünglichen Form nicht da waren. Ist meistens so, auch bei den Filmen, weil man sie ja, die Aggressivität, es wurde auch übertrieben, es war Gewalt auch mit drin und man hätte ja auch den Film ganz anders drehen können, sag ich mal, Old Shatterhand und Manitou und wie die alle heißen, und hätte mal nur ein Leben in Einklang der Natur filmen können, wie der Adler kommt, was machen wir gerade. Es hat, glaube ich, damals auch schon mit Einschaltquoten zu tun gehabt. Ne? So darf man das ruhig sagen, oder? Ja, ich meine, ein Actionfilm, wo sich was rührt, ist immer spannender oder wird mehr Publikum ansprechen, überhaupt zu dieser Zeit. Das liegt jetzt 40, 50 Jahre zurück, wie diese Filme gedreht wurden. Als wenn ich sage, jetzt zeige ich Natur, zeige, wie ein spiritueller Mensch zum Beispiel in Ehrfurcht da Wasser schöpft, um das bewusst aufzunehmen, oder wie er Feuer macht mit der Hand, um dann sein Essen kochen zu können. Ja.
Jenne? Roman? Ja. Ja, sehr schön. Also, ich bin darauf aufmerksam geworden, wie ich mich so ein bisschen geschichtlich damit befasst habe und habe mich dann gewundert, dass unser Dorf älter ist wie die USA. Und bin dann weiter in die Geschichte gegangen und habe dann alles das entdeckt, was überhaupt da erst alles so passiert ist. Ich meine, du hast das gerade schon mal angeschnitten, wir haben das früher immer schon irgendwie geahnt und ich habe mich auch schon immer mehr mit den Indianern identifizieren können als mit den Cowboys und den Schießgewehren. Und es ist, wie es ist. Unser Lehrer sagt immer, wenn man Interesse hat in diese Richtung, dann zeigt das normalerweise, dass man schon Inkarnationen, zumindest eine, in einem indianischen Volk erlebt hat. Weil sonst würde dich das nicht ansprechen. Und ich erinnere mich gut an unser erstes Ausbildungswochenende, damals im Februar, wie ich Takansina das erste Mal gesehen habe, wo ich das Gefühl habe, jetzt bin ich einfach zu Hause. Und dann können wieder Dinge wach werden, auch in Respekt zu Mutter Natur oder auch andere Dinge, wenn man zum Beispiel dann das erste Mal wieder eine Pfeife, eine Chanupa in die Hände nehmen darf, wo ich dann selber auch meiner Seelenvergangenheit in einer früheren Inkarnation auch negative Dinge erlebt habe, dann kann das heilen und wieder ganz werden. Ja, danke. Da kann sie ja. Ja, schade, dass er heute nicht da ist, aber ich grüße ihn nochmal ganz liebevoll. Vielleicht hört er zu, ich ja, weiß es. Genau. Und Jan oder Roman, wer war das? Roman ist da. Ja, hallo Roman, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Ich muss immer so schmunzeln, wenn spirituell begabte Menschen immer so philosophieren, ja, ich wäre so gerne Indianer, die leben so frei und spirituell in Einklang mit allen. Und dabei vergessen die Leute ganz und gar, dass jede Kultur solche nativen Völker aus Wurzel, Ursprung ja hat. Das Wort Indianer ist ja so idiotisch. Wir sprechen von nativen Völkern, von den Urvölkern, von denen jede Nation abstammt. Und egal zu was sie die unterschiedlichsten Nationen sich dann daraus aus diesen nativen Urvölkern geformt haben, ja, so unterschiedlich sie dann geworden sind, ist ja erst dann dadurch entstanden, wie dann die Spiritualität von der Religion abgelöst wurde. Da wurde dann das Verständnis von Gott als so ein ehrfurchtgebietetes Wesen ja dargestellt, was bei der Spiritualität ja komplett anders ist. Man glaubt auch so, ja, wie wir schon ein bisschen erklärt haben, so eine Art Überwesen, superintelligentes Wesen, nur dass halt heute die Vorstellung ist, dass das ganze Universum ein ortlebendiges Wesen ist, wie ein Teil davon und in Kooperation miteinander leben. Keiner ist von der Hierarchie höher. Also der Manitou, wie man so in der Freakshow ja erklärt gekriegt haben, ja, hab ja gesagt, das ist der Manitou. Das ist derselbe Gott, wie wir in der Christen haben. So wurde das mir im Religionsunterricht dargestellt. Und da habe ich sofort geschnallt, hey, na, aber ganz sicherlich nicht, ja. Weil, was ich genau hinaus will, ist ja das, wo ich gesagt habe, mich schmunzelt so, wenn die Leute sagen, es wären gern Indianer. Ich bin bei den Alpenschamanen dabei und seit 14 Jahren versuchen wir da wieder unsere Wurzeln wieder zu beleben, die Spiritualität mit dem Einklang der Natur und der Achtsamkeit mit Mensch und Pflanze und Tier zu perfektionieren, wie wir es früher gemacht haben. Und die Rituale, was wir da machen, die sind nicht anders wie die von den Indianern, nur dass eine andere Sprache gesprochen wird. Wir sprechen halt die Sache in Deutsch aus, wir rufen das Murmeltier, das Wesen vom Norden, ja, oder die Eule der Nacht, auch das Wesen vom Norden, wenn wir zum Beispiel die Himmelsrichtungen erst einmal ehren und in Einklang bringen. Und denkt zurück, die Kelten waren nicht anders da wie die Indianer, nicht anders da gewohnt, die haben nicht, waren nicht anders da anzogen, wenn man es mal ganz genau nimmt, ja. Das ist alles verfälscht worden. Und drum, macht's einfach das Ursprüngliche in euch selbst, macht's die Rituale so, wie es euch gerade in den Kopf kommt. Man braucht nichts nachmachen. Das Tolle an Schamanismus, an Medizinmännischen ist ja das,
dass das Spirituelle eine intuitive Art miteinander zum Großen ist. Und das Intuitive heißt, ich kann ein Ritual so gestalten, wie ich es für richtig halte und nicht vorgegebene Dogmen in der Religion machen muss. Das wollte ich einfach mal so anmerken. Roman, schönen Dank für deinen Beitrag. Gibt dir recht, ich meine, die Indianer oder der Begriff Indianer ist ja ein Unglück, weil quasi der Kolumbus glaubt hat, dass ein Indian gelandet ist. Also man muss einfach mit dem leben, weil es halt immer noch irgendwo als Bild so läuft. In der etwas schöneren Sprache spricht man von indigenen Völkern oder Natives oder was auch immer. Bei den indianischen Völkern ist es so, dass viele Namen eigentlich einfach Mensch bedeuten. Ich bin Mensch. Und das ist vielleicht die richtige Bezeichnung. Das Zweite, was du beschrieben hast mit den vier Richtungen etc. und so weiter, gibt es natürlich in allen Naturreligionen. Das ist irgendetwas so wie gemeinsames spirituelles Wissen, wahrscheinlich genauso auch die Verbindung zu den Krafttieren, die natürlich auch je nach den Regionen, wo man gelebt hat, unterschiedlich sein können, aber doch ihre Bedeutung und Kraft haben. Und auch bei uns in Changlesa Dakata sprechen wir Deutsch, weil unser Lehrer in Deutschland aufgewachsen ist. Er hat einen indianischen Vater und eine schwäbische Mutter. Das heißt, da ist der Großteil auch in Deutsch gesprochen und dann einige Einsprengsel in Lakota-Sprache. Genau, man kann sie wirklich auch wunderbar mischen, das alles miteinander, weil wir ja eine Welt Familie auch sind, ja. Wir singen auch nicht nur deutsche Lieder, auch das Flying Eagle machen wir auf. Mischen wir Deutsch und Englisch in einen Durchgang zusammen, sodass wir euch wirklich klar machen, dass wir eine Menschenfamilie sind. Und die ganzen Rituale, wie du auch selbst jetzt mir auch bestätigt hast, die sind alle gleich. Sie sind einfach ursprünglich natürlich, darum sind sie auch echt und logisch in sich. Weil sie einfach frei sind und alles, was frei ist, stagniert nicht, gibt förderliche Energien. Sobald es dogmatisch wird, halt, dann wird alles zu einem Problem. Und das haben wir bei den nativen, indigenen Lebensweisen ganz und gar nicht, würde ich mal sagen. Sicher gibt es mal Reibereien, vielleicht Eifersüchteleien, das ist vielleicht ein bisschen menschlich. Aber von Umgang mit der Natur und zum spirituellen Göttlichkeit, da sind sie sich komplett einig. Grundsätzlich gebe ich dir recht. Es gibt aber im indianischen Bereich auch noch einige Zeremonien, die von einem Geistwesen kommen. Vielleicht würde man im Christlichen sagen vom Heiligen Geist, von der weißen Büffelkalbfrau, wo es einen gewissen Rahmen gibt, an dem man sich halten soll und hält. Wenn ich zum Beispiel Schwitzhütte hernehme oder auch die Zeremonie, die wir am Sonntag in Blumau gemacht haben. Diese achterheilige Zeremonie ist zu unserem Lehrer gekommen in zwei großen Visionssuchen, wo eben dann wirklich auch eine Erdheilzeremonie nach einem gewissen Rahmen gemacht wird, wo Gebete gesprochen werden, die Elemente angesprochen werden und so weiter. Ja, genau, das stimmt schon. Regeln gibt's auch. Der Don Pedro hat mir auch erklärt, wie er mit der Pflanze zuerst Kontakt aufnimmt, den Geist, den beseeltes Wesen mit richtig kommuniziert. Und die Pflanze sagt ihm dann, was zu machen ist für dieses Heilungsritual. Und er gibt dann die Pflanze gewisse Lieder ihm vor, die, was sie nicht er ausdenkt, sondern die Pflanzen sagt ihm dann diese Lieder, ja. Die beseelte Wesen, das Universum ist ein lebendiges Wesen. Das ist das Tolle an der Spiritualität, dass wir uns gewahr sind, dass wir mit Überwesen auch sprechen können. Überwesen vielleicht auch falsch verständlich, weil gesagt, wir sind alle gleichberechtigt. Jeder hat seine Macht in sich. Wir Menschen haben unsere eigene Macht, die Pflanze die eigene Macht, der Kosmos als Wesen in sich seine eigene Macht. Und da gibt's auch Regeln. Und wenn man nicht wenn man nicht in so native oder spirituellen Gruppen ist, wenn man vielleicht im Abschuss vom Land wohnt oder sonst wo und sich nichts abschauen kann, dann soll er einfach auf seine innere Stimme hören und ja, Kontakt aufnehmen. Und der erste Gedanke ist der himmlische Gedanke. Und das, da kann man meistens noch nicht viel falsch machen. Mhm. Ja. Wenig hinzuzufügen. Und der Marc möchte was sagen, er flackert. Marc, bitte. Ich habe mir das Buch, das Indianerweisheitenbuch gekauft, bin in die Natur, bis mich dann Grasbüschel angejammert haben,
dass sie im System gefangen sind, muss ich dann sagen, ja, ihr seid halt in einer Lebensschule und es ist ja nicht vorbei als Grasbüschel. Und dann hat es mir eigentlich gelangt, aber der Pfad über die Indianerweisheiten führte mich dann weiter zu Träumen. Da wurde ich zerteilt, muss ich mal kurz mitteilen, wieder zusammengenäht und nach dem Traum sagt es mir, das war ein Schamanenritus und jetzt brauchst du nur noch als Mensch ganz wenig. Ob er so einen Schamanenritus im Traum schon erlebt hat oder davon schon Erkenntnis hatte von solchen Träumen, wo man sprichwörtlich auseinandergenommen und wieder zusammengenäht wird. Ja? Ich habe davon gehört, es selbst noch nicht erlebt. Ich habe auch das große Glück, dass ich quasi einen persönlichen Lehrer habe, wo es dann auch Initiationen zu bestimmten Bereichen gibt. Wir erleben auch immer wieder, dass Geschwister zu unterschiedlichen Bereichen Zugang haben. Es gibt sowas wie auch eine gewisse Spezialität. Der eine ist zum Beispiel, oder die eine Schwester ist Sprachrohr für die Ahnen, die quasi ein feines Gehör hat, wo der Ohrenarzt sagt, so gut wie sie möchte ich hören, weil sie quasi wirklich eine Fliege husten hört, die auch quasi diese Informationen, die von den Ahnen kommen, dann zu uns gibt. Ein anderer ist zum Beispiel vielleicht Spezialist bei einer Schwitzhütte, weil das sein Ding ist, weil er hier quasi am meisten an Kraft schöpfen kann. Der nächste macht Zeremonie mit der Chanupa, wo er ins Gebet oder in die Fürbitte für jemanden geht und da Großes bewegen kann als Kanal für diese Schöpferenergie. Okay. Ich habe da noch eine Frage. War bei dem Treffen irgendwas zu hören von 1000 Jahre Frieden ab 2018 oder von einer langen Friedensphase, die es eigentlich sollte kommen, wie ich erfahren habe? Im Indianischen ist man immer sehr vorsichtig mit Zahlenangaben, weil was ist kurz, was ist lang, was ist irgendwann? Und ganz konkret bei diesem Treffen war zu diesem Thema, das war kein Thema. Es wurde dazu nichts gesagt. Wenn dass wir, es kommt in verschiedenen Völkern immer wieder, dass wir vor einer Zeitenwende stehen, dass man quasi in diese neue Zeit geht. Das kann aber quasi morgen genauso sein mit einem großen Umbruch wie in 2, in 5 oder in 10 Jahren. Wir kennen diese Voraussagen aus verschiedenen Bereichen, verschiedenen Völkern. Und wenn man ein bisschen hinfühlt, glaube ich, dass jeder spürt, dass vieles im Busch ist, dass vieles in Bewegung ist, im Umbruch ist. Und dass wir auf dem Niveau, wie wir jetzt mit Mutter Erde herumfuhrwerken, das nicht auf Dauer weitergehen kann, weil unsere Lebensgrundlage zugrunde geht. Okay. Marc, Roman, Jenne? Ja, ich schreibe einen Kommentar. Da ist die dritte Frage. Meint er, also wir haben das Thema Reinkarnation, Initiation, wir haben das Thema Mutter Erde, Heilung, Friede. Und wir sind diejenigen, auf die wir gewartet haben. Was würde er antworten? Was würde ich antworten? Wir hören immer wieder, dass eigentlich meine Hauptaufgabe in dieser Inkarnation genauso ist, in meiner Entwicklung voranzukommen. Das heißt, irgendwo am Ende, nach vielen Inkarnationen, steht bei jeder Seele, Meister in allen Eigenschaften zu sein, sprich die Erleuchtung zu haben. Auf welchen Wegen das geht, dass man in manchen Inkarnationen eher ja, Mist baut oder dass eher nach unten geht und in anderen dann mühsam nach oben, das ist ganz klar. Ich bin immer vorsichtig zu sagen, ich bin jetzt der Lichtbringer, was auch immer, sondern ich sage eher, durch mich kann, wenn es sein darf, göttliche Energie fließen und auch Heilenergie und so weiter. Was ich tun kann, jetzt auch vom Bewusstsein, von meinem Herzen heraus, mir das bewusst zu machen, wo ich Verantwortung für mich selber und für die anderen trage und was ich da auch tun kann. Das ist der Zugang. Okay, Marc. Ja, ich würde gern ein Zitat von einem Indianerhäuptling heute aufnehmen auf meine Weisheitenseite. Darf ich die URL durchgeben? Er möchte Werbung machen für seinen Blog, vermute ich. Möchtest du, dass er das durchgibt? Ja. Du darfst. Ja, bitte. Also die Weisheiten der Indianer existiert seit über 10 Jahren. Ich danke den Indianern, dass ich bloggen darf, auch dem großen Herrn, so sage ich zum Heiligen Geist. Krecker.info/sites/indianer-weisheiten. Ich wiederhole nochmal, krecker.info/kleingeschrieben sites,
auf Deutsch Seiten, in Englisch, / Indianer-Weisheiten. Und da hätte ich gern von Ihnen jetzt gezielt ein schönes Zitat. Wenn er es spontan hat, wenn nicht auch gut. Okay, ich denke, wir gehen jetzt mal auf die Elemente nochmal. Wir haben ja schon den nächsten Song bereit. Du hast ja gerade was vom Wasser erzählt. Und was ist das nochmal, der Song? Und ja, warum gerade der Song möglicherweise? Ich bin eh schon wieder ganz gespitzt auf die Musik, weil ich mag diese Art Musik sehr gerne. Dieses Lied hat Nancy Andre mitgebracht und die Clara Soaring Hawk, die beim ältesten Treffen mit dabei waren. Sie gehören zu diesen weisen Großmüttern in den USA. Und wie sie auch bei der Zeremonie bei uns gesagt hat, die Frauen sind die Hüter des Wassers. Und sie hat gesagt, dass sie jeden Tag in der Früh quasi diese Zeremonie auch macht, um das Wasser zu segnen, dass es erhalten bleibt. Hören wir doch mal rein. Musik ab. Bis gleich. Ja, das war ein Song, der im Blue Mau auch gelaufen ist, in einer Zeremonie. Ja, unsere Schwestern, die Ältesten aus den USA, die Nancy Andre und die Clara Soaring Hawk, haben diesen Song oder diese Zeremonie mitgebracht. Wir sind dann im Freien gestanden und da hat sie das auch zelebriert. Dieses Lied in alle vier Richtungen, Himmelsrichtungen gesungen, noch immer zu jeder Himmelsrichtung ein bisschen Wasser zur Mutter Erde gegeben. Die vier Elemente selber begleiten uns Menschen, ja, seit es uns gibt. Und diese vier Elemente waren ja auch Thema bei der großen Erdheilzeremonie am Sonntag, am 7. Juli, wo dann quasi das immer auch mit einer Himmelsrichtung verbunden war und wo gebeten wurde, dass quasi die vier Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft auf der einen Seite haben wir ihnen gedankt, dass sie uns dienen, und dann wurde um Reinigung und Heilung für diese Elemente gebeten. Dass uns das bewusst wird, dass zum Beispiel Feuer nützlich ist, uns das Essen bereitet, aber auch missbraucht wird in Feuerwaffen, dass wir quasi das Wasser verschmutzen und uns eigentlich selbst schaden, wenn man bedenkt, dass der Mensch zu 70%, der Körper zu 70% aus Wasser besteht, dann haben wir einen Bedarf, gesundes Wasser aufzunehmen. Und wie man so sagt, Wasser hat einen dünnen Hals und Wasser vergisst nichts, also alles, was wir ins Wasser hineinbringen, kommt irgendwo wieder zum Vorschein. Und die Problematiken, die wir hier erleben, im letzten Jahr ist ja das so in den letzten zwei Jahren hochgepoppt mit dem Plastik im Wasser. Was hineinkommt, kommt wieder, taucht wieder irgendwo auf. Und die Bomben, die sonst noch ticken mit Medikamenten, die im Wasser sind, Hormonen, die die Tiere verändern, alles, was wir quasi dem Wasser übergeben, muss wieder irgendwo hin und taucht dann wieder auf. Und das ist auch die Erde, die Luft. Genau, Erde ist dann auf der anderen Seite wiederum ein Filter. Aber wenn der Filter erschöpft ist, Schwermetalle im Boden, die wir dort ausbringen, sind nicht verschwunden, sondern die kommen wieder. Und das ist ja auch die Luft, was ja dann in die Erde absackt, ja, sage ich jetzt mal. Das heißt, da ist auch was in die Verantwortung, in uns zu sehen, was wir mit der Luft auch tun. Genau. Also sich dessen bewusst werden, dass wir reine Luft zum Atmen brauchen, dass unser Körper überhaupt leben kann. Und auf der anderen Seite zu sehen, wie wir Luft auch nicht nur mit Partikeln und so weiter verschmutzen, sondern möglicherweise auch mit unseren Gedanken oder in dieser Zeit mit vielen Strahlen, die unsere Gespräche über kleine Kästchen übertragen, wird ja alles auch über die Luft übertragen, die wir natürlich da auch stark strapazieren. Ja, ich gehe jetzt nochmal, ich schaue auf die Uhr, weil wir so lange gar nicht mehr Zeit haben, und ich sehe auch schon, dass der Andreas Minksig bei uns ist, der gleich ja auch eine Sendung hier hat zu Universal Harmonik. Nächstes Jahr habt ihr ja wieder im Blue Mau das nächste Treffen der internationalen Indianer, des Waisentreffen da. Und das soll ja am 18.09. sein. Habe ich das? Na, Moment, Moment, 2. bis 6. Genau. September war das, ja. Genau. 2020. Wie wird das da ausschauen? Was kann man da auch heute schon sich einbuchen? Und ihr müsst ja auch nochmal auf dich oder auf euch hin ansprechen, ihr seid ja auch ein Verein. Und erzähl doch mal einfach, wie wird das nächstes Jahr in etwa grob ablaufen? Auf der einen Seite sind wir froh, dass wir ungefähr so einen groben Rahmen haben, der nächstes Jahr ähnlich sein wird. Was sich ankündigen wird, ist, dass wahrscheinlich 2020 noch mehr Älteste da sein werden als heuer. Heuer waren es 25.
je nachdem auch, wie wir es finanzieren können, weil eine Reihe der Geschwister von der Reise her unterstützt werden muss. Wir sind jetzt schon einmal froh, den Termin zu haben. Die Informationen stehen auch weiter auf unserer Website hilf-mutter-erde.de oder com, wo man immer wieder auch nachschauen kann. Es gibt auch eine Bildgalerie vom heurigen Treffen und dort werden auch die weiteren Informationen bezüglich Anmeldung und so weiter dann zu finden sein. Ein Fixpunkt ist sicher auch beim Hilf-Mutter-Erde-Treffen 2020, dass wir am Sonntag als Abschluss wieder die große Erdheilzeremonie machen werden. Okay, das heißt wieder eine Woche. Das heißt, die Indianer, die kommen, sind angewiesen natürlich auf Finanzen, was ich total verstehen kann, weil es kostet ja einen Haufen, die Flüge, die Unterkunft. Und da kann man heute schon auch was Gutes euch tun. Es gibt auf der Website immer einen Spendenbutton, den man von verschiedenen Bereichen kennt, wo man ganz unkompliziert und sei es auch nur 10 Euro spenden kann. Richtig, bei uns heißt es sogar eine Kaffeekasse, 1 Euro, ein Kaffee. Also so darf man auch ruhig denken, denn die Sachen werden ja auch noch aufgearbeitet. Einen Auszug habt ihr ja schon in Form von ein paar Bilder, aber es kommt noch was nach. Ne? Und das ist auch ganz wichtig. Ich habe euch angeboten, das sage ich hier offiziell über die Sendung auch nochmal, dass ihr einen Banner bei uns bekommt auf der OKTalk-Seite für dieses Event, so dass auch die Menschen dazu finden. Braucht ihr irgendwo Unterstützung? Vereinstechnisch, ist das nur hier in Niederösterreich der Verein? Kann man auch von anderen Bundesländern aus bei euch im Verein treten? Und gibt es da Vorstellungen von eurer Vereinsseite aus? Es gibt eine zweite Website zu Giangleser Takata selber. Giangleser-takata.world, wie die Welt auf Englisch geschrieben. Wo auf der einen Seite beschrieben wird, welche Angebote es auch gibt. Giangleser Takata ist ein Verein mit Sitz in Oberösterreich. In Windischgasten, Edelbach 42 ist der Vereinssitz. Aber es ist nicht begrenzt, wo ich zu Hause bin, sondern das geht quasi über Österreich hinaus. Wir haben ja Geschwister in Deutschland und auch in Italien, die Vereinsmitglied sind. Bezüglich Unterstützung, jeder positive Gedanke ist primär schon Unterstützung. Wenn man Interesse hat, das zu bekunden, wir werden auch versuchen, das haben wir noch nicht umgesetzt, dass man zum Beispiel auch so etwas wie einen Newsletter oder eine Interesse bekunden kann auf der Website, wo man dann ein, zwei Mal im Jahr auch aktuelle Informationen bekommt. Weil heuer war zum Beispiel eine Rückmeldung von einem Bruder, ja, ich habe einmal eine WhatsApp-Nachricht geschickt, dann ist nie mehr was gekommen, ich habe dann den Termin versäumt. Das heißt, da haben wir sicher noch Punkte, die wir verbessern können. Verein sieht selber Giangleser Takata, ein gemeinnütziger Verein, wo wir uns jetzt auch bemühen, quasi auch in die Liste im Finanzministerium zu kommen, dass man das auch absetzen kann. Man muss ja zu diesem Zweck einmal 3 Jahre tätig sein, das wird dann geprüft von einem Wirtschaftsprüfer, ob das auch in diese Vorgaben hineinpasst und dann kann man quasi auch, wenn das durch ist, das auch steuerlich absetzen. Wünsche ich da ganz, ganz viel gute Kraft, dass das auch wirklich umgesetzt wird. Verdient habt es, was ich erleben durfte. Und andere Menschen sicherlich unterstützen das ja auch, indem, meine Meinung, ich hier sage, ist es wesentlich essentiell, sowas sogar zu unterstützen, um auch wieder diese Kreisläufe neu zu sehen, zu erkennen. Und Zeremonien und Indianer, Naturvölker, indigene Völker, was wir heute auch schon ein bisschen angesprochen haben, haben eigentlich, nicht eigentlich, das kann weg, sollte man dringendst fördern in der heutigen Zeit. So sehe ich das, wenn man wirklich mit wachen Augen durch die Welt läuft. Ich glaube, dass diese Völker große Schätze bergen und tragen, die auch uns in der sogenannten westlichen Zivilisation helfen können. Es war, wie in dieser Woche auch erlebt, einfach getragen von einem großen Respekt, gegenseitigen Respekt, der in ganz kleinen Dingen beginnt. Dass ich jemandem zuhöre, dass ich auf jemanden eingehe, auch selbst wenn man beim Frühstück sitzt oder behilflich ist, wenn jemand etwas fragt. Also es sind immer diese ganz kleinen Dinge in der natürlichen Umgang, in der persönlichen Kommunikation, der Beginn sein will. Und wenn man das schafft, dass man quasi, wenn ich beobachte zum Beispiel, wenn ich in der Stadt unterwegs bin, einfach wie die Menschen um mich herum, was die gerade tun. Ich habe mein Smartphone normalerweise bei mir aber nicht vor meinen Augen, sondern eingesteckt, um nur zu sehen, wie die Leute agieren.
Und da denke ich mir schon manchmal, wenn die Leute gar nicht sehen, wo sie hinsteigen, fast drüber fallen, weil sie dreimal um die Ecke immer noch die letzten Buchstaben bei WhatsApp eindrücken müssen, dann geht irgendwie etwas schief. Wenn ich nicht spüre, hey, da ist ein Gegenüber, versuchen Sie einmal in einem öffentlichen Verkehrsmittel einen Blickkontakt zu jemandem Fremden herzustellen. Das ist fast unmöglich. Ja, ich mache das auch gerne bewusst, die Leute anschauen, vor allem hinhören. Und wenn man schon als Paar ins Kaffeehaus geht und nur noch das Handy im Vordergrund hat und nicht mal seine Freundin oder Freund sitzt nebeneinander und kein Austausch kommt zustande, die Handys sind wichtiger, ja, dann läuft wirklich irgendwo mal was schief. Ich denke, darüber dürfen wir alle nachdenken und vor allem die Wertschätzung auch gegenüber unseren Kindern. Die Schulen, weil dort wird ja auch WLAN überall reingegeben und das ist meines Erachtens kein guter Weg, sage ich, für mich. Und ich glaube, da haben wir auch ein paar Befürworter, viele Befürworter, die ähnlich so denken, meine ich. Wir dürfen achtsam sein, oder? Achtsam, ja, muss ich einmal mit mir selber achtsam umgehen. Überlegen, was bin ich mir wert? Ich schätze es zum Beispiel auch zu Hause einfach Zeiten der Stille zu haben. Und wenn ich dann aber Radio höre, dann höre ich bewusst zu. Also nicht quasi als Berieselung im Hintergrund. Wenn es jemand möchte, darf er das durchaus auch tun. Aber prinzipiell, wenn ich Radio höre, höre ich zu. Ich sage immer, wir hören gerne hin. Und Okitok ist ja auch nicht einfach nur ein Radio von bla bla bla, sondern wir übernehmen ja richtige Themen und wollen uns auch mit der Thematik auseinandersetzen. Und das ist uns heute Abend, glaube ich, auch gut gelungen. Ich hoffe. Ja, wir können ja mal ein Feedback fragen, wie unsere Zuhörer das empfunden haben, denn wir kommen ja bald schon in die Endrunde und ich frage mal den Marc. Marc ist ja da, der hat auch gerade schon wieder was sagen wollen, ne? Richtig, Marc? Wie hast du denn den Abend für dich bisher empfunden? Sensationell. Du, ich knabber seit diesen 10 Jahren an diesem Thema Indianerweisheiten und ja, es war sehr erfrischend. Die Sendung war, ja, sensationell. Jetzt habe ich noch eine konkrete Frage. Chunk Lisa Nakata World Website. Wie war denn die URL bitte? Die URL nochmal? www.chunklisanakata folgendermaßen geschrieben. C wie Cäsar, Anton, Nordpol, Gustav, Ludwig, Emil, Siegfried, Anton, Bindestrich, Theodor, Anton, Konrad, Anton, Theodor, Anton, Punkt, World, wie die Welt auf Englisch. Sensationell. Super, toll. Ja, hast du einen Wunsch an die Indianer, lieber Marc, oder hast du einen Wunsch allgemein zum heutigen Abend? Ja, für den heutigen Abend erstmal natürlich weiter im Sinne der Natur, Geist und Leben zu wirken. Da wünsche ich alles Gute von der katholischen Kirche zu den volksspirituellen und Reinkarnationsgedanken. Das ist ja sehr frei heutzutage. Und an die Indianer hätte ich einen Wunsch, ja. Friede halten, dass sich unsere Völker in Frieden vermählen können. Das am besten für 1000 Jahre, wenn ich den Wunsch äußern darf. Ja, du hast ihn geäußert, ich denke. Wir tragen ihn mit. Ja, genau. Danke dir, Marc. Ja, gehen wir mal zu Roman rüber vom Krypto-TV. Und Roman. Ja, also Josef, du bringst es uns so toll näher, dass man sich ja eigentlich fast nur wieder darin verlieben kann, in so einer schönen Lebensweise. Ich kann es auch nur empfehlen, das ist ein wunderbares Leben so zu führen. Und ich wünsche mir halt für die nativen und indigenen Völker, die es heute noch sind, dass es bleiben dürfen und noch viel mehr sein dürfen, als sie es jetzt nicht dürfen. Und uns westlichen Menschen wieder mehr Rückbesinnung zu so einer Lebensphilosophie. Und jetzt möchte ich nicht viel reden, sondern gespannt weiterhören. Danke, war gut zusammengefasst und gefällt mir. Kann ich nur zustimmen. Danke dir, Roman. Und dann haben wir den Jenne bei uns in der Runde. Jenne. Ja, war sehr spannend und ist natürlich ein heißes Thema, dass wir endlich, also ihr habt das ja vorhin angesprochen, das Erwachen. Dem würde ich gerne noch vorsetzen, das Aufwachen.
Also seitdem es Burgen und Schlösser gibt, Prinzen und Prinzessinnen gibt, liegt die Menschheit im Dornröschenschlaf. Und vor dem Erwachen sollte man doch erstmal eben jetzt aufwachen und über sich selbst, zu sich selbst dann zu kommen, um so auch in die Freiheit zu gehen. Und ne, also wir sollten dann unsere Grundrechte alle wieder bekommen, die uns allen genommen worden ist. Und ich hatte noch eine Frage zu den Elementen, die der die gerade aufgezählt worden sind. Das waren ja diese vier Elemente: Erde, Luft, Feuer und Wasser. Und da fehlt doch noch das fehlende Element, also die Metalle. Ob ihr die auch so mit reinnimmt fürs Weiterkommen. Im Prinzip sind bei den vier Elementen oder bei den Indianern gibt es diese vier Elemente. Im Endeffekt Metalle, Holz und so weiter kommt ja eigentlich wieder von Mutter Erde und ist im Kreislauf mit drin. Die Reikis, die haben das Element Holz noch extra, ne? Kommt aber aus der Mutter Erde, das ist dann die Erde im Endeffekt. So kann man das also sehen. Ja, ne? Ja, okay. Sehe ich auch so. Okay, Jenne? Ja, so okay. Das fünfte Element ist der Geist oder Äther oder wie auch immer. Spirituelles Etwas, Leben. Danke. Spirituell, ja. Ja, ist ja auch eine Welt. Das haben wir ja auch schon öfters hier auf Okitok erfahren. Die innere Welt, das Spirituelle, der Geist, der Äther, das morphogenetische Feld und vieles bestimmt auch noch, wo wir noch, glaube ich, in der Findungsphase sind, einige Menschen zumindest. Einige sind weiter. Jeder für sich auf seinem Weg, so sage ich. Jetzt rufe ich mal den Andreas. Das ist nämlich heute Abend unser Sendegast. Andreas, bist du denn am Mikrofon? Mal kurz. Ja, da ist er. Andreas, du hast ja gleich eine Sendung einmal. Und ich weiß ja nicht, wann du eingestiegen bist heute Abend in dieser Sendung heute vom Hilf Mutter Erde. Hast du ein paar Worte? Ja, ich glaube, das geht erstmal guten Abend. Freue mich, dass das mit der Technik jetzt klappt. Andreas, darf ich kurz? Du bist sehr, sehr, sehr leise. Wir müssten dein Mikrofon mal ein bisschen lauter drehen. Das können wir nachher natürlich noch tun. Ich werde dich jetzt mal von meiner Seite aus ein bisschen lauter drehen, dass für die Aufnahme zumindest was Besseres ist. Und probier es nochmal für dich. Okay. Also ich würde gern auf Jenner antworten, der vom Erwachen sprach und von dem fünften Element. Das geht ja nahtlos über in das Thema, das wir gleich haben, die universelle Harmonik. Vielleicht können wir dann da auch noch was dazu sagen. Ja, sicher, gerne. Jetzt? Jetzt von mir aus, also das fünfte Element, die Quintessenz der alten Griechen. Ihr wisst ja von der heutigen Astrophysik auch erkannt als die eigentliche Kraft des Universums. Es wird dunkle Energie genannt oder Vakuumenergie. Und diese Energie macht fast 80% des Universums aus. Also das ist tatsächlich ein hochspannendes Thema. Die Akasha, ja, wie es die alten Inder schon vor vielen tausend Jahren genannt haben, das fünfte Element. Akasha ist Licht. Ne? Du sagtest vorhin das morphogenetische Feld. Ja, die Akasha ist das morphogene Feld. Und dieses fünfte Element wurde vorhin auch Geist genannt. Ist wirklich hochspannend, sich damit zu beschäftigen. Ne? Denn es wirkt vielleicht sogar oder bestimmt sogar die Energieprobleme der Menschheit der Zukunft zu lösen. Ja, also wenn es gelingt, dieses fünfte Element, diese Energie anzuzapfen. Nee, ans Mikrofon. Anzuzapfen. Geht so? Ja, so geht's bei mir. Du bist im Ganzen noch leise, das machen wir aber gleich, wenn die Sendung zu Ende ist, gehen wir noch mal ein bisschen in deine Soundeinstellung und drehen dich noch ein bisschen lauter. Erzähl mal weiter. Ja, über das Erwachen, das Jenner ansprach und dieses, was sicherlich damit zusammenhängen wird, dass die sogenannte zivilisierte Gesellschaft von den indigenen Völkern eine Menge lernen kann. Ja, wie man mit der Natur sorgsam umgeht.
Und über dieses Erwachen, da würde ich gleich, wenn wir die Sendung beginnen, gleich am Anfang vielleicht schon gern was dazu sagen, aber das würde ich mir gern bis dahin aufsparen. Ja, das machen wir auch so. Das starten wir dann gleich, Andreas, ne? Und wir haben jetzt gleich noch ein bisschen Zeit. Jetzt gehe ich wieder zum Josef rüber. Und Josef, der Abend geht zu Ende hier. Was möchtest du den Menschen noch mitteilen vielleicht? Hast du noch ein paar Worte für die Zuhörer oder auch die zukünftigen, die das im Archiv nachher nachhören? Es ist nicht einfach, weise Worte zu sprechen, sondern ich glaube, dass jeder Mensch seinen eigenen Weg finden muss. Wenn man ihn gefunden hat und auch in eine spirituelle Richtung gefunden hat, auf dem die eigene Seele schwingt, dann ist man wie zu Hause angekommen. Und ich wünsche eigentlich jedem Menschen, dass ihm das gelingt. Schöne Worte, schöne Worte. Den letzten Song, wolltest du da was zu sagen? Den gehen wir jetzt einfach mal rein. Ich sage ganz liebes Dankeschön und liebe Grüße, die einen lieben Gruß haben wollen. Es war schön mit dir heute Abend und ich freue mich schon auf das nächste Treff, auch Interviews vielleicht von einigen der Indianer, die wir dann noch über die nächsten Wochen, Monate vielleicht hier auf Okitok dann auch begrüßen dürfen, zu ihren Kultur, ihrem Stamm und dass wir da auch ein bisschen mehr die Nähe bekommen des Kennenlernens. Und da freue ich mich drauf und besonders auf nächstes Jahr in Blue Mau wieder und ich freue mich, dass du heute mein Gast warst. Alles Liebe. Sagen wir Tschüss, oder? Danke. Aho mit der Kuh, Yasin. So, und Musikplayer frei. Und bis nachher, 20 Uhr. Und jetzt kommt der letzte Song rein. Bis nachher, tschüss.